Hallo Leute und willkommen zu meinem nächsten LPT-Projekt. Ja, ich mache jetzt einige LPT-Projekte gleichzeitig, die jetzt hier alle 2 Tage kommen werden. Nämlich neben mir sitzt mir wieder einer, wie beim LPT sehr ungewöhnlich, dass man das zur Zeit macht, sitzt mein lieber Bruder Sultrim. Sag doch mal hallo. Hallo. Ja, und wir spielen jetzt ein ganz tolles Spiel: Harry Potter und der Stein der Weisen, das Spiel zum ersten Harry Potter-Film. Und es ist verdammt neu. Es ist verdammt neu. Es ist modern jetzt. Ich würde sagen, Wir legen mal los, oder? ja. Spiel starten. Neues Spiel. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen. Episch. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Alter, eine fette Fresse, Hagrid. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Der HP-Tintenstahldrucker. Harry Potter. Ja. Der Junge. Tintenstahldrucker. Stahldrucker, nicht Strahldrucker. Jetzt komm. Ja. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen. Ein schmutziges Paket, ganz schmutzige Bombe. Hagrid meinte, dass schmutzige dieses Päckchen, Häftchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicher war. So eine schöne schmutzige Bombe irgendwo reinlegen. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, Hogwarts? Der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im 3. Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Ich will tot sterben. Einen schmerzhaften. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Welcome, Malfoy. Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser jetzt im Chor. Gryffindor! Das hat sogar gereimt. Jetzt ja, ist mir auch aufgefallen. Haupteingang von Hogwarts. Nimm an Professor Quirrells Unterricht in Verteidigung der Stille. Das ist viel zu schnell gewesen. Was soll denn der Scheiß? Geil animiert. Du musst schon sagen, läufst du auch immer so Ecken? Oh ja. Mein Umhang flattert auch immer so rum. Ach ja, die. Musst du nicht die Bohnen einsammeln? Ja, aber das kommt gleich. Willkommen in der Hogwarts. Ich bin Hogwarts. Sieht mega cool aus mit der Brille. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter. Die Schulleiter. Ich kann nicht mal Grammatik. Der hat doch echt so eine Raucherstimme, oder? Ja. Dann hat er gefahren. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Heute Morgen habe ich heute Morgen mich zum Beispiel vertan. Was hat er für eine Stimme? Ich bin an der falschen Stelle abgebogen. Plötzlich landete ich in einem Raum voller Schokofrösche. Schokofrösche sind cool. Als ich jedoch zurückkam, entdeckte ich, dass die Schokofrösche von dieser französischen Zauberschule. Schokofrösche. Stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Jetzt machte ich aber schnell auf den Weg nach oben zum Unterricht. Verspätete dich. So, und los geht's. Rennen.
Laufen. Laufen? Lauf. Wie läuft man denn? Darüber? Ey, man läuft über die Pfeiltasten. Falter, wie kacke ist die das? Die Altmodus. Du hast nicht mal zaubern, willst zaubern. Ja, sehr gut. Lass mich, ich darf das. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Was? Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Freut mir. Ich bin ein bisschen doof. Meine Eltern waren Geschwister. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit an Colt Miller denken. Und ich will die ganze Zeit mit WASD steuern. Ja. Freut mir, Harry. Ja, ich folge ja. Reg dich ab, Junge. Ich komme. Alter. Ich bring dich um. Ja. Oh ja. Der gemeine Harry Potter. Hallo, Harry. Wir zeigen dir, wie du dich am besten Fred in Hogwarts Fred und George. Das ist Fred, das ist George. Also der linke scheint George zu sein und der rechte scheint Fred zu sein, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Wir sehen uns RFG, was das zu bedeuten hat. Fuck Gryffindor. Gryffindor. Ja. Ach, jetzt muss ich ja hochklettern. Ja. Genau. Jump. Jump and run. Wir bringen dir bei, wie man klettert. Laufe ohne anzuhalten auf den Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. Werden auf wir es schaffen. So befinden sich Bertie, Boss, Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann daneben an. Einsetzen oder so. Ja. Ach ja, Pfeiltasten. Ah, wie mich das gerade nervt. Man ist doch Pfeiltasten. Pfeiltasten. Ey, wir haben die erste Bertie Boxbohne. Bertie Boxbohne. War mit der Aufnahme auch vorhin gestartet, ne? Weil ich hab's schon mal hingekriegt, vergessen die Aufnahme zu starten. Ich hoffe ja. Ich denke schon. Gut gemacht. Lass uns jetzt das Springen üben. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüber Sprungtaste. Zu springen. Das ist so präzise. Wenn du runterfällst, kannst ja, du wieder weil das ja selbst und es erneut versuchen. Die wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen alle Abkürzung Tasten und treffen sich dann dort. Ja. Los, Leertaste. Ey. Du musst gar nicht springen. Doch, er muss springen später. Steuerung vielleicht? Das wäre eine Idee. Ah, ja. Ach, er! Es ist der verrückte kleine Potter. Es ist Peeves der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Peeves ist cool. Peeves der Poltergeist. Du bist nicht Quirrell. Du bist ein Professor zu dumm, um auf ein Bücherregal zu springen. Ha, 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 halt die Presse. Jump and run. Ist wirklich so ein Jump and run, ne? Eigentlich? Ja, naja, zum Teil. Hat auch noch andere Elemente, aber... Springen. Oh, das ist so schwer, das kriegst du hin. Ah, oh, er hakt. Mit ein paar Schwierigkeiten. Oh, ein paar ja. Haken. Nein, ja, wie sieht's da? Bertie Bots. Bertie Bots Bohne, so rum. So. Ja, was haben wir hier? So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über das sie hinweg. Ist so logisch. Mit Schokofröschen kannst du deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Wir sammeln auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Zwei Sachen finde ich jetzt schon logisch. Warum liegen da überall so Bohnen rum? Und warum gehen die da nicht selber lang und holen sich die? Wenn die überall liegen. Das ist ein Spiel von, ich kann mal nachgucken. Warner Bros. Ja, Warner Bros. Ist klar. Warner Brothers. Die Warner, die Warner, die Warner alle. Die Warner Bros. Die Warner Bros. Das ist echt schlau. Du musst. Warte, da guckst du auch nicht hoch. Ach, ich muss ja hier hoch, ja. Du musst da hoch und dann rüber springen, ist doch klar. Kommen wir den Frosch hinein dann? Ja, hol dir. Wo ist er? Du hast ihn eingesammelt. Ja, das, ich dachte, das ist auch, wenn er da oben reinspringt. Yay! Guck mal, wie schräg er fliegen kann, ne? Ja. Wie so eine abstützende Boeing hier, guck mal. Spring! Es sieht aber auch verdammt geil aus. Guck mal, wir fliegen jetzt eine Kurve.
Yay! Das sieht wahnsinnig intelligent aus. Das sieht verdammt geil aus. Ganz ehrlich. Mein Lachen ist gerade schlimm, aber es ist witzig. Du kommst da nicht durch, du musst zu F und G zurück. Ach, zu den Fred und Gorge. Wende dich an Fred, er hat die Bildkarte. Er ist ein Fred. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Ohne mich hätten wir das nie geschafft, den Wunder zu sammeln. Ich bin viel zu blöd dafür. Ja. Naja, ein paar Experimente. Ja, mit Kindern. Hier, nimm diese Bildkarte. Im Keller. Du hast sie dir verdient. Was sonst? Wer ist denn das? Oh, bis Dumbledore. Oh, Dumbledore. Der ist eigentlich nicht selten, ne? Bestimmt die seltenste Karte, die es gibt. Nee, der ist wirklich nicht selten. Im ersten Teil, ich habe den ersten Teil schon mal gesehen, da wird erwähnt, dass Ron die, glaube ich, schon dreimal hat. Wenn ich so weit mich nicht irre. Aber ganz ehrlich, ich habe nur die ersten 4 Harry Potter Teile gesehen als Film. Du? Wie viel hast du gesehen? Ich glaube ein paar mehr, aber ich weiß nicht. Obwohl, nee, einen habe ich vor kurzem im Fernsehen gesehen. Vierter wahrscheinlich. Nee, das war der vierte auch nochmal. Vierter ist mit dem Turnier, ne? Feuerkönig, ja. Den habe ich gesehen. Ja. Orden des Phönix ist 5, ne? Den habe ich noch nicht gesehen. Oh, 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 wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Wenn das nicht der hässliche Draco Malfoy ist. Ich bin Draco Malfoy. Ach nee, sag mal. Du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crabbe und Goyle. Goyle? Die sind auch Goyle. Meinst du Goyle, Keule? Nein, okay. Den Hauspokal und den Quidditch-Pokal. Also schlägt mir da Keule zu, meinte ich. Ja, ich will besser aus dem Weg gehen, Potter. Wir wollen das Spiel Jungs, auch für ein jüngeres Publikum öffnen. Der und deswegen sollten wir nicht so Begriffe wie Ficken benutzen, die jetzt merkt ihr das. Ja, also niemals Ficken sagen. Okay, das ist immer gut. Hallo Harry, ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts-Express kennengelernt. Erinnerst du dich? Wenn du zum Unterrichtsraum... Das heißt Wingardium Leviosa... Leviosa? Nee, das heißt Wingardium Leviosa und nicht Leviosa! Das stammt aus dem Originalfilm. Ja. Das lernen wir sogar gleich. Ist das jetzt Wingardium Leviosa? Nee, noch nicht. Aber bald. Jetzt ist doch erstmal Expelliarmus, glaube ich, oder? Nein. Nee, Expelliarmus ist doch mit anderen Zauberstoff in der Hand schlagen. Wir uns mit Hilfe des... Pendo-Zauber. Schwarze Magie schützen können. Jetzt müssen wir es gleich so nachzeichnen, ne? Oh, das wird schön. Du wirst es so verkacken. Oh ja. Und da muss halt, kriegt man gewünscht bestimmte Punkte, ne? Also 10 bis 15 Punkte. Das war ja noch nicht alles. Entschuldigung. Was ist das, der gerade einfällt? Hä? Wir müssen. Ah, guck mal, wie ich verkackt habe oben. Wir müssen eventuell da schon mal gucken wegen der Auflösung, weil ich glaube, die ist wieder ein bisschen falsch. Geht, ne? Weihnachten? Ja. Wir gucken nach der Sonne, ob das mit der Aufnahme alles läuft. Dann machen wir ganz kurz eine Pause und machen dann sofort weiter. Gucken wir, ob das mit der Aufnahme läuft. Ach ja, jetzt muss er immer noch öfter und dann muss er mal bestimmte Rat erreichen. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. 10 will ich auf jeden Fall! Okay, da ist es. Dann bist du gut. Okay. Oh ja. Hab alles kaputt. Ist ja egal, wenn man rübergeht. Guck mal. Yes! Knapp aber. Geht. Du bist noch ziemlich unsicher. Gar nicht. Lern du das Versprechen, du Arsch! 15 Punkte für Gryffindor! Ich find's cool, wie er sprechen kann, ohne seine Lippen zu bewegen. Das ist gerade nur er. Das macht der Hinterkopf. Ach nee, das darf ich nicht so viel verraten. Ah! Ah, scheiße! Alter, nein. Ich glaube, das wird nichts, oder? Nee, ich glaube, das ist nichts. 80%? 80? Oh. Oh. Schon verkackt.